Oh, Junge, Scheiße! Alter! Ja! Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hab's vor 5 oder 6 Videos mal angekündigt, dass ich demnächst mal ein Top 10 Crash Video von mir machen will. Es hat den ganzen Tag geregnet. Ich habe die letzten 2 Tage alle Pakete gepackt, weil ihr so viele Klamotten bestellt habt. Ich bin nur zur Post gefahren, wieder zurück, die neue Ladung fertig gemacht, wieder hin. Und jetzt habe ich mich hingesetzt und habe meine Top 10 Crashes von den letzten, ich glaube, circa 2 Jahren rausgesucht. Und es sind ordentlich ein paar Dinger dabei. Und ohne zu spoilern, der Platz 1 ist à la Bonheur. Den habe ich ja schon mal angekündigt. Als erstes würde ich aber gar nicht mit dem Platz 10 starten wollen, sondern ich habe mir noch ein paar Clips rausgesucht, die es nicht in die Top 10 geschafft haben, die aber echt verdammt nah dran war. Clip Nummer 1 ist ein gescheiterter Superman Seat Crab. Wir gucken einfach mal rein. Der klassische Superman Seat Crab Fail. Man geht hin zum Sattel. Und weg war er. Aus der Hand gerutscht. Keine Ahnung, scheinbar noch Seife in der Hand gehabt oder was weiß ich. Ein Kumpel von mir hier aus der Nähe wollte einen Mini-Flip machen und es ist nicht ganz glatt gelaufen. Wow! Und hier, guckt euch mal an, wie das Vorderrad danach lief. Dein Ernst? Ich hab's gut. Alles andere das als die Felge komplett krumm. Ja, ich bin hier volle Kanne. Lass die gerade kloppen. Ja. Noch 2 Clips haben wir und dann geht's weiter mit der Top 10. Ich spiele die einfach mal hintereinander ein. Und jetzt würde ich sagen, wir fangen an mit Nummer 10 von meinen Fails. What the fuck? Man hört sogar, habt ihr es gehört, wie der Vorbau und der Lenker sich an der Gabel verschoben hat. Das macht so tschong. Ja, ein bisschen zu kurz gekommen beim Flip-Flip. Alter, was hängt sich jetzt der Laptop auf? Zum besten Zeitpunkt. Jetzt. Platz Nummer 9. Bin gar nicht ich selber und es sind sogar 2 Clips, weil das in einer Session passiert ist. Ich lass mal laufen und kommentiere mal nebenbei. Wir fahren da so die Line, Boner Lock runter. Alter! Den Trailchef von Dux, der Haupterbauer von der Strecke in Halle, hat, wie man sieht, vor mir auf die Schnauze gelegt. Und auf einmal kommt der Markus, heißt er, komplett vorbeigerast und so ein Stück an seinem Kopf vorbei. Haarscharf. Nächster Clip. Wir fahren eine andere Line. Das war sogar eher an dem Tag. Follow Line. Kurve. Und er verpasst sein Gap. Und segelt einfach in die Büsche. Schon wegen solchen Sachen ist es geil, YouTube zu machen, weil man guckt sich danach die Videos an und denkt sich einfach nur, was war das für ein geiler Tag oder zum Glück habe ich das gefilmt, habe ich das auf Kamera. Platz Nummer 8. Habe ich eine kleine Hassbeziehung mit dem Trick, mehr dazu sage ich jetzt nicht, ich lasse es einfach mal laufen.
den nicht mehr, Alter. Kann den nicht mehr. Dreier Downside Whip. Und die Beine in die Höhe, tralala. Clip 7, ich sag vorher nix. Wir lassen es einfach laufen. Nicht Clip 7, wir hatten ja ein paar mehr, aber Platz 7. Zack. Oh! Oh, Junge! Junge! Ist auch gar nicht so lange her, ein, zwei Monate. Ich war mit Robert in den Dolomiten und wir haben dort zusammen für die Bike-Region geshootet, für die Bike-Galaxy. Und er hat den ganzen Rucksack voll mit Kamera-Equipment. Wir haben es danach mal ausgerechnet, im Wert von knapp 6.000 Euro. Bam, daneben auf dieses kleine, auf diesen Bachlauf. Nichts kaputt gegangen von den Kameras, nichts. Der Robert hat sich nichts getan, außer ein bisschen das Knie geprellt. Das tat noch ein, zwei Wochen weh. Clip Nummer 6. Ich lasse es einfach laufen, ist aber auch einer, der sehr oft in den Videos vorkommt. Junge, Junge, Junge. Versuch 3. Eigentlich haben wir gesagt 2, aber wenn er den steht, dann kriegt er keinen Buchstabe. Oh. Alter, alles cool? Alter, wie er da sitzt. Und man hört ihn sogar mit dem Kopf dort ein Dutzend dumm, 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 dumm. Oh, 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 oh. Er hat sich ganz kurz, war er weg, hat er gesagt, irgendwie so für ein, zwei Sekunden. Und er war danach auch ziemlich irgendwie duselig, hat man ihm angemerkt. Platz Nummer 5. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Hört hin, was er sagt. Alles gut. Alles gut. Und wenn wir es uns nochmal angucken, das sieht gar nicht aus wie alles gut. Das ist der Max Fröbel, mit dem war ich auch mal in Schöneck, so eine Challenge-Film, guter Kumpel von mir. It was at this moment Jackson knew. Springt da das Roadgap in den Wald, nicht Roadgap, sondern einfach den Sprung im Wald, komplett zu weit und Nosedive. Fucked up. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Aber es passiert jeden Mal. Irgendwo geht mal irgendwas schief und dann passieren halt solche Sachen. Man wünscht sich nicht, aber ganz gefreit ist man davon nicht. Platz Nummer 4. Wir machen in der Weltkarte eine große Reise über den See nach Kanada und zwar nach Whistler. Es war mein zweites Mal in Whistler in Kanada und ich habe mit dem Felix, heißt er, der shootet für die Mountainbike Rider, haben wir einen Hipflip geshootet. Den habe ich einen Tag zuvor schon mal gelandet und dann bei dem Shooting. Ja, klasse Lukas, hast du gut gemacht. Ich glaube, ich hatte nie oder ewig nicht so viele Schürfwunden an meinem ganzen Körper wie nach den 10 Tagen oder 7 Tagen in Whistler. Wir gucken es uns nochmal in Highspeed an, ohne die Slow-Mo. Das ist herrlich. Und die Erde dort auf der A-Line, die war schön wie Sandpapier auf der A-Line, was sage ich denn, auf Dirt Merchant. War die Erde wie Sandpapier. Aber hier nochmal der gelandet wurde. Ja! Wir sind angelangt beim Podium. Platz Nummer 3 meiner Liste von meinen Top 10 Crashes. Den Trick habe ich noch nie gelandet. Seitdem mir das passiert ist, habe ich den nicht mehr gemacht. Wir lassen einfach mal laufen und genießen. Ja! Es tut immer wieder weh, wenn ich sehe. Oh. Eieiei. Mal ein Vollspeed, oder? Solche Dinger spürt man auch immer mindestens noch 2 Wochen danach im Körper. So geht's mir zumindest, wenn sich einmal alles zusammenfaltet und man einfach ungebremst in den Boden rast.
Platz Nummer 2. Hätte es fast auf die 1 geschafft, wenn dann nicht ein bisschen später im Jahr noch was Krasseres passiert wäre. Aber ich glaube, das war bis dato mein, ja, ich würde sagen, was habe ich denn mit meinem Denglisch? Am scariesten war, am furchtbarsten, am brutalsten. Der war so haarscharf dran, wo ich gedacht habe, jetzt ist irgendwas Schlimmes passiert, irgendwas gebrochen, was weiß ich. Ich lasse es mal laufen. Tailwhip rein. Dreier raus. Da war dann erstmal Feierabend. Für ein paar Sekunden. Meine Bremse ist einfach ausgerutscht, Alter. Fuck. Und dann so richtig schön ausgeloopt, so tschack, nach hinten und einfach ungebremst auf den Rücken. Und es hat echt kurz geknallt und ich habe gedacht, irgendwas im Rücken ist kaputt. Aber scheinbar hat es mir bloß einfach alle Wirbel wieder eingerenkt. Aber es ist einfach gerissen. Und mein Rücken sah auch wunderschön aus. Hier nochmal ein Bild davon. Und dann wären wir auch schon bei Platz Nummer 1. Ride Life Romance Edit. Wir haben vorher mein brandneues Soulfire Downhill Bike aufgebaut. Sind nach Gera gefahren. Haben ein Roadgap gestellt. Es waren extra Jungs da. Die wollten einen Burnout unten drunter machen. Boah. Let's go. Oh, Junge, Scheiße! Alter! Oh, Junge, Scheiße! Alter! Und was sagt er? Lasst mich wissen, wie blöd kann man sein. Ich zeig's euch nochmal von einer anderen Perspektive. Das brandneue Fahrrad, Sprung Nummer 1. Ich bin 2-3 Mal drauf zugefahren und dann. Oh. Junge, Scheiße. Top Luftstand, Landung extrem lang, viel Platz zum Auffangen. Tschüss. Alle, die dabei waren, haben gedacht, die müssen jetzt schon den Krankenwagen anrufen. Aber mir ist einfach nichts passiert. Ich habe ein bisschen, bin ich aufs Handgelenk, das hat ein klein bisschen wehgetan, war minimal verstaucht, wenn überhaupt. Das war so der schlimmste Crash, den ich je hatte, wo aber im Endeffekt echt nichts passiert ist. Oh, du Scheiße! So, liebe Gemeinde, das war's von meinen Top 10 Crashes. Aber es ist immer alles glimpflich ausgegangen und da kann man ja echt dreimal aufs Holz klopfen. Und ich glaube, es ist jedem schon mal irgendwie so eine ähnliches Ding passiert. Lasst mich einfach mal unten in den Kommentaren wissen, was euer Top Crash aus dem Video war. Vielleicht fandet ihr ja gar nicht den ersten so spektakulär. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten vielen Dank an alle, die die letzten Tage die neue Kollektion von The Motion Brand gekauft haben. Tausend Dank. Danke an alle, die das Video angeguckt haben und die immer wieder kommen und jedes Video angucken und liken und teilen und kommentieren. Ihr seid die Geilsten. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Peace! Ganz vorsichtig in die Kamera schlagen. Nicht, dass die wieder kaputt geht.